Willkommen zurück zu StarCraft. Beim letzten Mal haben wir die letzte Zergmission abgeschlossen. Heute gucken wir mal, was wir in der ersten Bonusmission machen. Was ja quasi die vorletzte Mission überhaupt ist. Ich bin gespannt. Ich gucke mich hier jetzt erstmal ein bisschen um und sehe dann, oh, ich bin tot. Oder so, ich habe keine Ahnung, da ist ein Bär, da sind Marines, aha. Die Marines können wir mal so auseinandernehmen. So. Haben wir hier ganz tolle Panzer. Die Panzer können wir doch... Gedankenkontrolle ist das, ne? Eure Befehle, Templer. So. Ich weiß auch gar nicht. Gehen wir mal mit dir dahin. Haben das Forschungsschiff übernommen. Das können jetzt die Panzer auf jeden Fall nicht. Naja, und so, ne? Jetzt ist halt so die Frage. Impi-Schockwelle müssen wir machen. Los geht's! Ist vielleicht jetzt ein bisschen früh. Ja, ich hätte vielleicht beide Panzer übernehmen sollen. Weil jetzt kriege ich das nicht mehr repariert. Ich starte das gleich nochmal, weil ich meine, auch diese Mission ist gar nicht mal so einfach und muss halt relativ perfekt halt ablaufen. Wir laden neu. Und dann mal gucken. Das wird schon. Irgendwie. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es einfach. So. Das ist Ditte. Wo läufst du denn hin? Bitte niemals diesen Befehl erteilt. Ich tue es für Ajur. Ich weiß nur, Zeratul muss hier überleben und muss halt irgendwo hin. Da ist das Schiff. Brauche Energie. Das Vergessen erwartet. So. Ja, jetzt muss ich das halt relativ gleichzeitig machen mit euch hier oder so. Einer nimmt den linken, einer nimmt den rechten oder so. Nee. Macht er nicht. Das war sehr gleichzeitig, das gefällt mir sehr gut. Ich möchte glatt erstmal speichern. Okay. Weil ich meine, ich brauche die Panzer gleich für eine Barrikade. Ihr wünscht. Deswegen nicht wundern, dass ich das jetzt hier versuche einigermaßen perfekt zu machen. So soll es sein. Ich werde es ja gut gebrauchen können. Muss vernichten. Aber gucken. Es wird geschehen. Na gut, da haben wir so ein Dingens, ja. Gut, die Marines sollten wir eigentlich umkloppen können. Frage ist halt nur, was da noch so steht. Nicht so viel. Irgendwer hat mich hier irgendwo beballert. Was haben wir denn hier? Befindet sich ein Protoss. Ist nicht wahr. Gefahr. Testobjekt 23 erleidet psychische Rückkopplung. Pylonenkristalle im kritischen Bereich. Zellschmelze steht unmittelbar bevor. Verdammt. Die Benutzung der Pylonen bereitet den Taranern größere Probleme, als ich dachte. Und ich habe noch immer keine Ahnung, warum sie diesen Protoss in der Zelle gefangen halten. So Tja. Soll es sein. So ist das. Ist halt dumm gelaufen, ne?
Ich tue es für Ajur. Speichern wir hier auch nochmal ab. Und gehen dann munter fröhlich weiter. So soll es sein. Es wird geschehen. Entaro Adun. Mal gucken, was wir hier noch so haben. Während ich hier unsichtbar umherlaufen kann, ist das ja alles erstmal noch okay. Wer weiß, vielleicht finde ich ja auch irgendwo noch zusätzliche Einheiten, die mir helfen könnten. Ich tue es für Ajur. So soll es sein. Jetzt, ja, ich hab's gewusst. Deswegen brauchte ich meine Panzer. Zielgebiet! Weiter geht's! Zielgebiet! Oh, Kacke. Befehle, Sir! Das lade ich gleich neu. Weil ich meine, das hat sonst so keinen Sinn. Okay, dann nehmen wir doch mal dich hier. Hauptquartier. Empfange Befehle. Brillant. Okay. Wenn ich jetzt eine MP-Schockwelle drauf mache, das bringt gar nichts, ne? Nö. Wenn ich Bestrahlung mache. Ja, klasse. Ich bin blind. Das heißt, ich kann so das Ding auch nicht mehr gebrauchen. Hm. Ist toll. Okay. Ah, Grüße, Commander. Wir hören euch. Wir dann gehen. Ah, Grüße, Commander. Guck mal, vielleicht können wir den Panzer übernehmen. Jo, das klappt. Das ist schon mal schön. Wenn der jetzt halt rüber geht, das ist mir fast schon egal. Boah, kommen noch viele an. Aber sonst geht's euch gut, ne? So, und was halt jetzt mein Ziel ist, ist halt die Pylonen, die hier stehen, auseinandernehmen, damit die Kanonen deaktiviert sind. Ob das klappt, ist so eine andere Geschichte. Aber das ist zumindest so der Plan. Ja, und das ist halt wirklich eine relativ harte Mission in Form von, du musst halt wieder alles einigermaßen perfekt machen. Wenn du nicht perfekt spielst, hast du halt verkackt. Ist halt ein bisschen schon fast angelehnt an Warcraft 2. Ist halt so. Da gibt es ja auch einige Missionen, wenn du da einen Fehler machst, so, dann hast du verkackt. Verkackt hast du da. So, aufstellen. Erster Pylon down. Jetzt kommen die wieder an. Ja, da kommen Kreuzer an, du Kacke. Und alle meine Rückzug hier. Okay. Eure Befehle, Templer. Jetzt ist halt so die Frage, kann ich? Eigentlich schon, ne? Jo, das klappt sehr schön. Wir nehmen mal vollzeit die Kanonen auseinander. Speichern an der Stelle natürlich wieder. Wer hätte es gedacht? Das gefällt mir grundsätzlich schon mal ganz gut, wie das hier läuft. Das war eigentlich unser Ziel. Missionsziele, untersuche die Energiesignatur. Okay, ja gut. So soll es sein. Ja, weiter von Punkt zu Punkt laufen. Noch mehr Stasis. Ja, habe ich da gesehen. Ich will mich hier erstmal umschauen. Es wird geschehen. Ne, so viel Zeit muss sein. Ich tue
Einmal Landungsfrachter. Komm du mal her. Man weiß ja nie, ob man das noch brauchen kann. Lieber eine Einheit mehr als eine zu wenig, ne? So. Meins. Alles meins. Alles übernehmen hier. So, dann guck dir mal die Stasiszelle an. Diese Zelle enthält ebenfalls einen Proton. Ne. Vielleicht gibt mir dieses Computerterminal Antworten auf meine Fragen. Testobjekt 25 in Kälteschlaf. Neuroscan kompiliert Daten. DNA-Code berechnet und archiviert. Psionische Strahlung minimal. Die Unverschämtheit dieser Terraner macht mich wütend. Wenn Sie unbedingt mehr über Protoss-Krieger wissen wollen, dann werde ich Ihnen dazu Gelegenheit aus erster Hand geben. Na dann. Es wird geschehen. Wir gucken hier erstmal nochmal rum. Aber da ist auch so nichts weiter. Soll es sein. Ja, und dann mal gucken, wie wir hier weiterverfahren. Es wird geschehen. Es wird schon irgendwie. So soll es sein. Hoffe ich. Es wird geschehen. Eine ganze Kaserne. Ich tue es für Ayur. Entaro Adun. Frage ist, ob die jetzt gleich mit noch einem Forschungsschiff daherkommen. Nehmen wir erstmal die Marines hier ganz sorgsam auseinander. Es wird geschehen. Ne, das Übliche. Wir haben es kaputt gemacht. Ich tue es für Ayur. Wir Schweine. Da war hier so ein Dingens drin. Man nennt es Taliban-Terrana. So ein Zerg-Konstrukt halt. Ich tue es für Ayur. So, hier mal das Ding auseinandernehmen. Nicht, dass die hier keine Ahnung was noch machen. So soll es sein. Zack. Und Wissenschaftler hier natürlich auch. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Okay, speichern wir. Ich tue es für Ayur. Es wird geschehen. Entaro Adun. Bleiben Sie mal hier. Oh, Sie können mich sehen. Warum kann ich mich hier sehen? Ist da irgendwas in der Nähe? Entaro Adun. Es wird geschehen. Frage ist halt was. Ach, da ist ein Forschungsschiff. Okay. Dann sehen wir mal zu, dass wir das Forschungsschiff kriegen. Es wird geschehen. So soll es sein. Es wird geschehen. Nicht, dass da noch Schlimmeres passiert. Ich tue es für Ayur. Also stelle ich mich hier hin, warte hier auf einen meiner dunklen Archons. Dann mal gucken. Werden gehen. Bitte warten. Ja, nicht unbedingt so weit reinlaufen. Muss ja nun wirklich nicht sein. So, und weg hier. Einfach weg. Los geht's. Ihr wünscht. So, das heißt, theoretisch könnte Ceratul jetzt hier ganz gemütlich alles umnutzen. Theoretisch. Problem ist, dass wir gar nicht hochkommen. Entaro Adun. Es wird geschehen. Entaro Adun.